Leute, was ein schöner Tag heute bei Stadi Performance. Und zwar heute heißt es richtig Cash macht Freude. Ich habe eine richtig fette Autolieferung, die ich kriege und die wir heute endlich mal hinstellen werden. Was ist das denn für eine Karre, Alter? Sieht ja voll geil aus. Amir, was ist das denn hier für ein Mobil, Junge? Ja, das schön. Ist das Amir-Mobil. Das Amir-Mobil. Oh, das sieht ganz cool aus, Bro. Wie teuer ist denn die Karre? Ich habe noch nie gesehen. Hä? Unbezahlbar. Es gibt noch keinen, der da wäre. Also, ne? Ich habe das selber gebaut und ich bin der Einzige, der das hat. Bro, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, wie geht's dir sonst aber, so? Ja, mir geht's gut, aber dafür bin ich nicht hier. Stani. Was ist denn los, Amir? Guck mal, ich hab das gesehen, was du mit Timmy gemacht hast. Ach, du weißt, wo ich Timmy im Heide-Zieg abgezogen habe? Ja. Da muss ich sag dir ehrlich, willst das du mal das Auto cool. sehen, was ich abgezogen habe? Das steht drüben, das Auto habe ich. Ach, das hast du wahrscheinlich schon gesehen, ne? Das finde ich aber nicht cool, Digga, weil, hey, bitte, nicht, gegen Timmy zu gewinnen ist das Einzige, was es gibt. Wie weißt du nicht, wenn jemand anlegst, der auf deiner Größe ist, hä? Bro, ich bin der Heide-Zieg-Meister. Ob in Fortnite, niemand hat gegen mich Heide-Zieg eine Chance. In Fortnite kannst du gerne Hide and Seek machen, wie du willst, ja? Aber in GTA bin ich die Nummer 1. Okay, dann spiel um dieses Auto, wenn du dich traust, Mann. Spiel um weißt dieses Auto. Sag mir, welches Auto soll ich jetzt Einsatz nehmen? Welches willst du haben? Komm. Weil das so selten ist, will ich alle 4 Autos hier haben, wenn ich gewinne. Boah, Leute, das ist echt schon eine ganz schön... Boah, naja, aber gut. Ey, wenn du Angst hast, ist kein Problem, Stani. Ich suche mir einen anderen Gegner. Oh, aber da, außer das Leuchteauto hier, das nicht. 3 Autos können wir machen. Der Bentley, der Rolls-Royce und der Ferrari, aber ja, nicht warte, das dann Leuchteauto. Ja, warte, dann will ich den Bentley nicht haben, weil dann nehme ich dann doch lieber... Nee, weißt du was? Ich will ein Rennauto haben. Nee, um Rennauto spiele ich nicht. Hast du Angst? Okay, gegen mich würde ich ja auch nicht spielen, weil man weiß, dass man verliert. Komm, die 3 und den Cyberpunk-Auto hier. Okay, perfekt, komm. Abfahrt, wir fahren runter zum Hafen und werden das da machen, okay? Easy. Ey, Leute, als ob Armin eine Chance gegen mich im Hide and Seek hat. Ihr wisst doch, ich bin der Meister, der Master of Disaster. Ich weiß, wie man sich verstecken kann. Und da werden wir... Oh, Leute, ich sag euch ehrlich, dieses Hide and Seek, das soll ich echt mal zum Format machen, weil dann kriege ich ja die ganze Zeit kostenlos Autos für Stadi Performance. Timmy haben wir abgezogen, Armin werden wir abziehen. Dann werde ich noch iCrimex abziehen, SU, alle drum und dran. Wenn ihr das sehen wollt, oder das Like und ein Abo dann ab zum Flug, zum Hafen, meint ich. So, wir sind jetzt auch hier am Hafen und hier sind auch schon die Fahrzeuge, die wir verstecken sollen. Ich werde wie immer die gelben nehmen. Okay, hier haben wir einmal so ein Formel-1-Auto, dann so ein... Boah, Leute, das von Auto, das Armin ist echt richtig cool. Armin, das sind deine Autos hier und du weißt hoffentlich wie immer, wie es läuft. Und zwar, jeder von uns hat diese Rope-Gun, Leute. Und mit dieser Rope-Gun dürfen wir die Autos verstecken. Nämlich damit können wir uns an richtig kranken Orten hinbewegen. Armin? Ich bin oben bei Laterne. Du drehst ja komplett durch. Komm da lieber runter, Junge. Du musst ja, ey. Und am Ende wird das Ganze dann noch entschieden im Sumo-Battle, weil der Gewinner von Hide and Seek dürfte sich nämlich das Auto für den Sumo-Battle aussuchen. Für dich und den Gegner. Also für sich selber und den Gegner, ne? Das weißt du. Ey, beruhig dich. Beruhig dich, Alter. Beruhig dich. So, Armin. Es geht los, das erste Auto, was ich auswählen werde, Leute. Boah, ich das erste Auto. Ich nehme den Lamborghini als erstes Auto. Ja, mach das. Ach, du nimmst von Batman das Auto. Oha! Ja, let's go! Alter, jetzt zerstört ja alles, Leute. Okay, jetzt müssen wir uns eine gute Position suchen, um das Auto hier zu verstecken, Freunde. Wo werden wir das am besten hinmachen? Ich habe vielleicht schon eine kleine, aber feine Idee. Vielleicht da? Vielleicht da, Leute? Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott, ich muss irgendwie da... Das ist so gar nicht so einfach, das Auto da hinzubringen. Armin, hast du schon eine Position gefunden? Nee, noch nicht. Noch nicht? Also ich habe hier eine Position, wenn ich da hochkomme. Oh, scheiße, jetzt habe ich es verraten, Leute. Oh mein Gott. Sehr gut. Oh mein Gott, das lassen wir so. La. Boom. Leute, was ist das für ein krasses Versteck da oben? Das wird er niemals finden. Zu 100% nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Okay, ab geht's zum nächsten Auto. So. Boah, ich glaube, das wird das Schwerste werden, weil das ziemlich groß ist. Wie, was? Tschüss. Hä? Ich hab mein Auto auch schon versteckt. Okay. Ja, nicht schlecht. Denk dran, hier nur im Hafengebiet, ne? Ja, ich weiß. Nur im Hafengebiet und... Oh Gott, ich hab schon... Hast du hier eigentlich schon mal Hide and Seek im Hafen gespielt? Das geht dich nichts an. Nicht, dass Armin jetzt hier die ganzen Secret-Verstecke kennt, Leute. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Nee, das ist nicht gut. Muss vielleicht nochmal besser ranschießen, ne? Besser ranschießen.
Ja, okay, sehr gut, Leute. Jetzt muss ich hier noch so ein bisschen Anlauf nehmen. Und, oh nein. Ey, wie soll ich denn da... Ah, das ist schwierig. Wow. Oh mein Gott, was hab ich für ein Versteck gefunden? Was hast du denn für ein Versteck gefunden, ne? Das ist ja Baba aller Babas. Nein. Denk dran, ich habe Timmy hier in dem Gebiet auch schon abgezogen. Oh mein. Ach, du hast auch schon hier im Gebiet einen Hide-and-Seek gemacht. Ach, ja, vielleicht. Ja, ich habe vielleicht auch schon 2, 3 hier gemacht. Wirklich jetzt? Ja, weil ich das zweite Auto jetzt schon mal versteckt. Oh mein Gott, Bro, ich habe so ein krankes Versteck, ne? Holy moly, Macaroni. Ich habe zwei Meins wirklich. Kranker. Also, ich habe zwei wirklich richtig heftige Verstecke. Ich glaube nicht, dass du die finden wirst. Let's go! Okay, das schwerste Auto werde ich mir als letztes aufheben. Ich werde jetzt erstmal hier diesen Raketenwagen nehmen. Geht denn eigentlich auch dieses Raketenauto? Nee, ne? Ja, das geht. Das geht. Mit I jumpst du und mit X machst du Boost. Wow, Alter, das ist ja voll geil. Oha, Alter, was. Wow, ey, das kann ich ja auch nutzen, theoretisch, ne? Ja, klar. Hast du das auch genutzt? Ja, natürlich. Deswegen habe ich so ein Baba-Versteck auch gefunden. Aha, okay. Ami hat das also auch genutzt. Wow, falsch geflogen. Da drinnen kann ich natürlich das Auto nicht verstecken. Das wäre ein bisschen zu unfair. Vielleicht hier? Ey, das ist ja... Warum brauche ich für das Auto nicht mal die Rope Gun? Oh Gott, Leute. Ich habe ein Baba-Versteck. Ich habe ein wirklich Baba-Versteck. Oder? Nein. Oh, nee. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Oder ich weiß wo. Nein, so zack. Ich muss das nur mit Gefühl machen, weil das Versteck muss natürlich dementsprechend angepasst werden für dich. Weil du bist vielleicht ein bisschen cleverer als Timmy. Ja gut, das ist aber auch nicht schwer, ne? Das würde ich mal ganz kurz hier gesagt haben. Boah, Leute, sag ich ehrlich, das ist sehr, sehr eklig. Ich glaube nicht, dass er hier rauf kommen wird. Weil das übersieht man auch schnell mal. Das ist so offensichtlich, dass man es auch mal schnell übersieht. So, mein drittes Auto ist drittes versteckt. Auto hast du versteckt. So, ich werde jetzt hier auch das letzte Auto verstecken. Bei mir ist es das Batman-Auto. Denk dran, Ami, wenn ich das Auto jetzt ein bisschen früher verstecke wie du, ne, dann hast du nur noch eine Minute Zeit, das letzte Auto zu verstecken, ne? Okay. Also deswegen solltest du dich definitiv beeilen, ne? Wie hast du mit dem Ding hier geschossen, Junge? Ach, hier, Maschinengewehr. Oha, das ist ja voll nice, das Teil. Das ist echt stark. Du kannst aber Rope Gun benutzen bei dem Auto, ne? Ja, ich will aber keine Rope Gun bei dem Auto benutzen, weil... Oh mein Gott. Ich habe mein Auto versteckt, du hast noch eine Minute Zeit. Ich habe mein Auto auch versteckt. Komm wieder zum Start, Amir. Hier bin ich. Okay, warte, jetzt hole ich uns 2 Motorräder und dann wird die Suche anfangen. Okay, Ami, jeder hat sein Motorrad und ich würde sagen, die Suche dürft beginnen. Ich werde jetzt erstmal zu Fuß unterwegs sein, weil ich glaube, zu Fuß können wir uns ein bisschen besseren Überblick verschaffen hier. So. Ja, okay, du hast kein Billo-Versteck namens Garage genommen. Immerhin schon mal, bist du kein kompletter Noob. Bro, bist du in die Intrige? Da hat Timmy sein Auto versteckt. Also, echt? Ja, als ob ich so einen Fehler machen werde. Aua. Gucken wir uns das Schiff mal an, ne? Ich mach's erstmal taktisch. Weil ich will jetzt erstmal ganz nach oben gehen. Digga, ist das dein Ernst? Was denn? Da soll dein Formel-1-Auto sein. Wie, ne? Am Schiff. Oh mein Gott, wie schlecht. Na, hast du es schon gefunden, oder was? Natürlich. Ja? Das Schiff ist immer das Zweite, was ich als Erlebnis was ist suche. Denn? Ah, was ist denn das Rocket-Auto? Oh, das ist was? Ja... Bro, Wo ist das? Wo hast das Rocket-Auto habe ich hier direkt gefunden. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Leute, das werden wir erstmal zurückbringen. 1:1 stehen und ich habe ein schweres von dir gefunden, aber ich habe jetzt wieder mein Motorrad hier am Start. Und ich sag dir ehrlich, meine anderen sind schwieriger. Deine anderen sind schwieriger? Ja, ich glaube, ich würde schon sagen, ja. Aha, okay. Deswegen ist ja dein Oh mein Gott, Leute, hier das auf dem Schiff. Das ist ja voll einfach. Also ich hätte von... Ah, nee, stimmt. Okay, das ist einfach. Das ist wirklich einfach. Bro, ich habe gar keins auf dem Schiff gefunden. Amir hat hier irgendwo ein Auto versteckt. Ja, klar. Ich habe bestimmt hier irgendwas versteckt. Deswegen such ruhig auf dem Schiff. Also ich würde auch gründlich suchen auch. Gründlich. Also entweder spinnt er jetzt so rum oder... Boah, das ist halt eklig, weil das Schiff hat halt hier wirklich viele Containergänge, ne? Quatsch. Ich würde echt mal hingucken, wenn ich du wäre. Bro, ich muss sagen... Nicht schlecht versteckt, das Auto.
Aber wir haben es gefunden, Leute. Das zweite Auto von Armin, das Batmobil. Ja, Armin, sag mal ehrlich, hast du noch kein Auto gefunden von mir? Ich bin gerade hier im Suchen. Leute, ne? Wir sind wieder im Vorsprung. Das, ey, ich hab dich auch alles rausgekriegt. Gut, hier wird alles mit System gesucht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so doof ist, Leute, und dass hier noch ein Auto versteckt hat auf dem Schiss. Also das wäre ja... Nee, hab ich nicht. Entweder trollt er jetzt oder... Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass er so doof ist. Also könnte natürlich sein, dass er das Ding, deswegen, wir können das Schiff gleich nochmal absuchen. Aber ich glaube eher, dass er hier zwischen noch ein Auto versteckt hat, zwischen den ganzen Containern irgendwie. Dann müssen wir vielleicht einmal hier auf die Container. So, Leute, ich bin jetzt hier oben. Hier können wir uns so einen kleinen Überblick verschaffen, wo er vielleicht noch ein Auto versteckt haben. Ich glaube, hier irgendwo in dem Bereich müsste es noch sein, weil er immer hier hingefahren ist. Aber ich sehe nichts. Ich könnte mir aber vorstellen... Oh, können wir hier landen? Ja. Ich zeige euch das mal, wo er noch eins haben wird. Hast du immer noch keins von mir, Amir? Ich bin gerade hier alles. Ich bin systematisch am Durchsuchen. Ich hole mir einen Spot an, dann gehe ich zum nächsten, suche da einmal komplett, dann suche ich den nächsten komplett ab. Mhm, okay. Also früher oder später werde ich... Also, Amir, ich muss sagen, das Auto bei den Container, das ist ja wirklich schlecht auch. Also, Bro, ich habe schon das dritte von dir. Ist kein Problem. Ist doch alles kein Problem. Das Ding ist, Bro, ich war gar nicht bei den Containern, aber habt ihr gehört, Freunde, so wie er reagiert hat? Das ist safe Auto hier beim Container. Warte mal. Nein. War das hier gewesen? Das ist alles gar kein Problem, finde das. Das ist safe hier ein Auto zwischen den Containern, aber das ist auch ein bisschen gemein, weil hier sehr, sehr viele Container sind. Wartet mal. Hier, das Ding ist halt auch, es gibt so Aufsparungen, das ist halt echt gemein, muss ich sagen, Armin, falls du da... Bist du nicht mehr auf dem Schiff? Nee. So, ich glaube, Armin, dass hier irgendwo vielleicht ein Auto ist. Also das ist so, ich muss mal hier, Freunde, wir werden mal hier hochgehen. Ich werde mal von da oben so ein bisschen schauen, ob wir da was erkennen können. So, zack, hier, Spider-Man ist wieder unterwegs. Och nee, Amir. Lamborghini gefunden. So, Amir. Drei einfach Verstecke, die verwirren. Bro, ich habe hier drei Autos von dir schon. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Formel-1-Wagen. Ja. Und dann habe ich alle von dir. Ist dir das klar? Oh ja, Gott, finde den erstmal. Oh Gott. So, Armin hat immer noch nicht ein Auto gefunden. Das ist sehr gut. Armin, pass auf, wir machen das so. Ich gebe dir einen Tipp und du gibst mir einen Tipp. Ja. Für das letzte Auto. Gut, meins ist am Boden. Am Boden ist deins? Ja. Meins ist auf dem Dach. Okay, Leute. Also ein Auto von Armin ist auf dem Boden. Das heißt, es dürfte theoretisch auch nicht auf dem Ding sein. Auf dem Schiff. Weil Schiff wäre ja Wasser sozusagen. Oh mein Gott, Army, ist das dein Ernst? Was denn? Bei den Zügen das zu verstecken, Bro? Ja, genau, bei den Zügen. Army, rede nicht so. Okay, noch ein. Ich sag dir noch eins. Ich habe eins in einer höhlenartigen Sache versteckt, sagen wir es mal so. Höhlenartigen Sache. Ja, die ist das auf jeden Fall überdacht. Also das ist keine richtige Höhle, aber es ist überdacht. Bei diesen Treppen da? Jetzt gib mal bitte einen Tipp noch, Amir. Ja, soll ich dir sagen? Meins ist am Boden. Hey, wie am Boden? Ja, du wohnst in der Nähe. Was ist denn da? Ist da irgendwie... Was ist denn da in der Nähe? Guck mal, ich hab dir echt einen guten Tipp gegeben. Eins ist auf dem Dach und eins ist in der Höhle. In der Nähe, was kann ich sagen? Was in der Nähe davon war? Ich muss es selber gerade mal überlegen, was in der Nähe da war. Hä, was ist das denn hier für ein OP-Versteck? Nein! Bro, das wäre ein absolutes OP-Versteck gewesen. Nein. Oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es hier so eine Garage gibt, Leute. Nee? Ja, sag mal jetzt, Amir. Ja, das ist das sind Treppen. Treppen? Treppen, kann man sagen, Treppen, ja. Leute. Oder man kann eher sagen, es ist überdacht auch. Es ist überdacht auch. Okay. Ja, man kann sagen, es ist überdacht. Sag mal, auf welchem Dach hast du angeblich irgendwas versteckt? Ich bin jetzt jedes Dach abgefahren. Bro, ich habe ein Auto auf dem Dach. Ich fahre jetzt da... Warte mal, ich guck mal kurz, ob das Auto da noch steht. Bro, du bist ja sowas von schlecht. Du bist sowas von schlecht, ne? Ey, wir machen das so... Sollen wir das so machen, dass ich dein letztes Auto in der Freecam suchen darf und du dürfst meins auch in der Freecam suchen? Ja, von mir aus können wir machen. Okay, Leute, dann machen wir das so. Okay. So, wir dürfen jetzt hier rumfliegen. Also, Amis Auto ist auf dem Boden, nicht auf dem Dach. Es ist bei Treppen.
Bei dir soll es auf dem Dach sein. Ja. Auf dem Dach haben wir. Hier ist ein, auf keinem Dach ist hier irgendwas. Bro, ich schwöre es dir, es ist auf dem Dach. Es ist auf dem richtigen Dach von einem Gebäude. Auf einem richtigen Dach auf einem Gebäude, ja. So. Ich bräuchte vielleicht noch einen besseren Tipp von dir. Es ist sehr in der Nähe von Wasser. Das kann ich dir auch noch als Tipp geben. Gib du mir auch noch mal einen Tipp? Ja, auch in der Nähe von Wasser. Auch in der Nähe von Wasser? Ja. Also meinst du wirklich so 50... Boah, warte mal, so 50 Meter vom Wasser nur entfernt, ne? Auf dem Dach. Du meinst 100 so. 50 bis 100. 50 bis 100. Hier könnte das sein, Leute, aber hier ist nichts. Deswegen wundere ich mich, was der da quatscht, Alter. Okay, hä, Armin, wo ist dein... Wo soll dein Auto sein? Das muss ja hier... Wo soll deins denn sein? Okay, pass auf, ich zeig's dir, komm her. Ich will's dir wirklich einmal zeigen, ich geb dir einen Tipp. Aber dann musst du mir einen OP-Tipp danach geben, okay? Ja, kann ich ja machen. Komm mal her zu mir, ich bin hier am Spawn. Oh Gott, oh, Armin findet einfach das Auto. Ich will danach aber einen OP-Tipp von dir haben, komm mal mit. Ja, können wir machen. Wir fahren da, wir können einfach mit dem Motorrad hinfahren, komm mal mit mir hinterher. Bro, du wirst dich gleich so ärgern, ne? Du wirst dich so ärgern. Da bist du hin. Hast du die Dächer hier schon abgesucht? Guck mal, was da links rum steht. Boah, das ist ja so ein schlecht Versteck, Digga, dass man gar nicht drauf achtet. Bro, das habe ich doch gesagt, Mann. Ich hatte doch gesagt, das ist so offensichtlich, dass man nicht drauf achtet. Okay, das ist wirklich schlecht. So, jetzt will ich aber ein OP-Versteck von dir haben. Also ein OP-Tipp. Meins ist in der Nähe da, wo die Züge chillen. Da, wo die Züge chillen, okay. Chillen, ja. Hier sind Züge, Leute. Warte mal, was hat dein erster Tipp? Auf dem Dach und was war noch? Überdacht. Ah, ich hab den gefunden! Armin, du hast mir noch eine Minute Zeit, die restlichen Autos von mir zu finden, ne? Ja, aber was hast du eben gesagt? Überdacht meintest du, ne? Genau, das eine ist überdacht. So, zack, Armin. Ich hab alle Autos gefunden. So, Freunde, jetzt gucken wir uns doch mal an, was Armin denn macht. Ich kann dir ein bisschen helfen, Armin. Fahr mal rum. Ich sag dir ein bisschen, wo es ist. Ich bin gerade rumfliegen. Ja, flieg mal auf den Boden. Okay, dann sag ich dir, also da ist schon mal ganz, ganz kalt, Bro. Da ist, oh, eiskalt, Digga, eiskalt. So, fahr mal jetzt. Ich bin jetzt hier. Ja, lass dich mal nicht, geh mal so mit Motorrad, hol dir mal ein Motorrad. Okay. Ja, schon, ja, da in die Richtung kalt. Du hast nur noch 30 Sekunden. Kalt, mir wird richtig kalt, Bro. Ah, jetzt wird's wärmer. Oh, warm. Oh, du verbrennst dich gleich, Bro. Wow, Armin verbrennt sich gleich, Leute. Oh, Bro, Ey, das ist ja so unfair. Die Brücke ist neu, die kenne ich gar nicht. Ja, Armin, und das Ding ist, es ist vorbei. Bro, es ist vorbei. Ist, ich habe gewonnen. Komm mal mit, ich zeig dir nochmal. Ja, ich habe gewonnen, Bro. Ich dachte, wir machen kein Sumo-Battle oder so. Ja, machen wir jetzt auch Sumo-Battle, machen wir jetzt auch. Komm mit, ich zeig dir noch, wo das letzte Auto ist, damit du dich richtig ärgerst. Komm mal hier rein. Nee, das letzte, Leute, das zeige ich Ihnen lieber nicht, weil das ein Geheimversteck sein soll. Wir wählen jetzt Autos aus zum Sumo-Battle und du dürfst, guck mal, dein Auto fürs Sumo-Battle ist der Lamborghini. Darf ich auch eins aussuchen? Nein. Ich nehme nämlich das Batman-Auto. Gib mir doch das Scramjet, oder hast du Angst? Nein, Armin. Bro, und denk dran. Armin, ich will zu sagen, denk dran, man dürft sogar die Waffen verwenden, ne? Also. Ja, okay, Digga. Wozu soll ich dann. Darf ich meinen Wagen noch tunen vorher? Nein, darfst du nicht, Armin. Dann brauchen wir gar nicht mehr zu kämpfen. Auf dem Schiff. So, Armin. Ich bin schon auf dem Schiff. Wann kommst du denn? Ich bin doch auch schon. Oh, da bist du ja schon. Ja, komm, das ist auch so schlecht, was du wieder machst. Oh mein Gott, ey. Timmy abgezogen, Abi abgezogen, der Heiler Ziegmeister. Ja, du Schummeln, komm, lass anfangen. So, los geht's, Junge. Okay. Tschüss, Armin. Oha. Warte mal. Aua. Na, wie gefällt dir das? Ja, du schießen kannst du nur gewinnen, weil sonst bist du zu schlecht. Ja, Armin. Guck dir das an, Armin. Das war's, Kollege. Aua. Armin. Aua, hey, hör auf mich zu
überfahren! So, Leute, wir müssen schnell Ami sein Auto holen. Oh mein Gott, ich muss schnell zu Ami sein Auto. Ami, ich flieg grad über. Nehm ich. Oh mein Gott, was ist das für ein geiles Ding, Ami. Wie lange hast du daran gebaut? Sag mal ehrlich. Hey, du hast geschummelt. Ey, das sieht aus wie ein Flugzeug, Leute. Das Ding können wir locker für 10 Millionen verkaufen. Komm, steig mal ein jetzt hier. Komm. Oh. Ja, dafür ich mein Ferrari mit, weil du geschummelt hast. Bro, was ist das für ein cooles Auto? Wow. Ey, Amir, lass das. Du hast fair verloren. Ja? Ey, was für fair? Du hast mir vorher das scheiß Auto gegeben. Ey, guck mal, wie das fährt, Leute. Ey, das ist so geil, das Ding hier von Amir. Ey, das ist so nice. Ich feiere das richtig. Danke, Amir, für dein Auto. Das war's gewesen für eine Ziegleute. Lasst ein Like und Abo da, wenn ihr mehr von sehen wollt. Nehmt euch als nächstes abziehen. Tschüss.